Hallo zusammen. Heute baue ich mir einen kleinen Helfer für die Werkstatt. Und zwar möchte ich mir meine Rundstäbe selber anfertigen und dazu baue ich mir eine kleine Vorkehrung. Ihr könnt hier sehen, welches Material, das ich dazu verwende. Nach dem Intro legen wir los. Meine zwei alten Bretter, die haben die Maße von 15 mm in der Stärke, 350 in der Länge und 190 in der Breite. Zum Schluss haben sie dieses Maß nicht mehr. Ich habe die bewusst jetzt so lang gewählt, weil ich muss zwei Nuten reinschneiden und damit meine Finger aus sicherheitstechnischen Gründen nicht so nah am Sägeblatt sind, habe ich die Bretter jetzt extra so lang gewählt, damit ich etwas mit meinen Fingern weiter vom Sägeblatt weg bin. Zum Schluss bringe ich das Ganze dann auf Maß. Normalerweise macht man es ja umgekehrt, aber ich arbeite dieses Mal so rum. Ich werde jetzt auf einem Brett, ich lasse dann circa 6 cm von der Außenkante in etwa, lege ich den Winkel an und mache mir komplett eine Markierung durch. Mein Streichmaß habe ich schon eingestellt auf die Hälfte. Die Hälfte markieren, das ist alles so in etwa, das muss nicht 100% sein. Nochmal die Hälfte. Ich habe jetzt drei Markierungen und da kommen drei Bohrungen da rein. Ich mache einmal für Rundstäbe 6, 8 und 10 mm Rundstäbe will ich anfertigen. Und dementsprechend bohre ich natürlich auch solche Löcher rein. 6, 8 und 10 mm. Ich habe mir ja jetzt auf dem einen Brett die drei Markierungen angerissen, wo die drei Löcher reinkommen. 6, 8 und 10 mm. Natürlich müssen jetzt dann die Löcher auch identisch auf dem zweiten Brett sein. Deshalb habe ich mir jetzt noch Markierungen gesetzt, wo ich die zwei Bretter als erstes miteinander verschraube, was ich später natürlich dann wieder lösen kann. Aber ich muss jetzt erstmal die zwei Bretter zusammen verschrauben und bohre dann diese markierten Löcher, bohre ich dann gemeinsam durch. Bloß, dass ihr mal so ungefähr wisst, was ich vorhabe.
Man kann jetzt sehen, an diesem Brett, wo ich die zwei Nuten mit der TKS reingeschnitten habe, habe ich gleich die zwei Stichsägeblätter reingesetzt. Und zwar habe ich die so gesetzt, weil jeder zweite Zahn von einem Stichsägeblatt schaut in die andere Richtung. Also jeder zweite einer links, rechts, jeder zweite immer links, rechts versetzt. Jetzt habe ich die Blätter so gesetzt, dass mindestens ein Zahn in das Loch ragt, ob das bei 6, 8 oder 10 mm ist, und das beidseitig. Er muss nicht, der Schneidezahn muss nicht in der Mitte sitzen, Hauptsache er sitzt am Loch, ob er dann weiter unten, oben, das spielt jetzt keine Rolle. Des Weiteren habe ich auf dieser Seite hier an diesem Brett, das ist das Brett, was dann drauf kommt, habe ich 1,5 mm hier mit dem Fräser abgefräst, weil wenn der Deckel dann drauf kommt, soll ein wenig die Sägeblätter ins Holz greifen, damit sie sitzen, wenn die Schrauben dann angezogen werden. Ich muss jetzt nur noch, weil hier, das sind ja auch 6, 8 und 10 mm Löcher an diesem Brett, die bohre ich jetzt jedes Loch 2 mm auf. Sprich, das 6er mache ich auf 8, das 8er auf 10 und das 10er auf 12 mm. Das ist jetzt mein nächster Schritt. So, mein kleiner Helfer ist nun fertig. Ihr habt gesehen, ich habe es schon probiert. Braucht man so etwas? Das muss jeder selbst entscheiden. Es gibt bestimmt interessantere Dinge als so etwas. Man verschleift diesen Stab jetzt hinten noch etwas, kappt ihn und dann hat man einen Rundstab. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.